herzlich willkommen zur 86. Jubiläumsausgabe von Ringelstädter. Fulminante Gäste haben wir uns heute eingeladen, meine Damen und Herren. Es kommt heute zu uns die Operettenkönigin Dagmar Koller. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich das große Vergnügen, eine wahre Diva anzukündigen. Sie ist tatsächlich die Musical- und Operettengöttin aus dem schönen Österreich. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass sie heute bei uns ist. Bitte begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus die zauberhafte Dagmar Koller. Du darfst dich schauen. Wir haben den Sessel Hallo. Deinem Outfit angepasst. Ich habe mir es gedacht und zwar genau die richtige. Du bitte. Was denn? Ich habe auch die Unterwäsche so. Das möchte ich nicht. Entschuldigung, nein, das macht überhaupt nichts. Ich war heute so stolz, dass ich mich ganz auf Rot gekleidet habe. Mensch, liebe Dagmar, schön, dass du zu uns gekommen bist. Ich freue mich auch, so bei dir ja? zu sein. Ja, schön, das freut uns. Ja, Dagmar, jetzt müssen wir mal wissen, es gibt so viele Gerüchte, was du gerne trinkst. Wir haben gehört, Wodka ist ihr Ding. Das ist schon vorbei. Die Zeit des Wodkas waren die Jugendjahre. Mhm. Ah, ja. Jetzt bin ich schon eine ältere Dame. Beim Gin, oder wo bist du jetzt? Bin ich auch, weil das die englische Königsmutter da immer getrunken hat. Und die ist so über 90 geworden. Und ich glaube 95 oder 98. Und dann habe ich gedacht, da fange ich jetzt mit Gin an. Aber Gin ist doch ein bisschen zu stark für mich. Doch, zu stark, ja. Ja. Und dann habe ich was Neues entdeckt. Nämlich? Darf ich es dir verraten? Mach ihm eins, so einen Drink. Was denn? Cora. Ja, Cora habe ich richtig gesagt, Cora? Cora, Caro heißt sie. Caro! Aber Cora ist auch schön. Aber Cora ist auch, Cora ist auch schön. Caro, aber das ist ja zum Kartenspielen. Ja, das ist eine Frau zum Kartenspielen. Ja, aber immer nur das Ass im Ärmel. Gell? Das Ass im Ärmel. Was gibt's, was trinkst du denn jetzt? Ja, jetzt trinke ich so viel vom Whisky. Aha. Je nachdem, was man in der Geldbörse hat, gibt es ja verschiedene. Ist auch viel leichter als Gin, ja. Und dann genau diese Stückel auch, Condro. Ach so, also mischt die. Und das ist dann wie Vitamin, wie ein Vitamin drin. Da ist Vitamin drin, ja. Da ist ja. Da ist alles drin. Oh ja, das hilft dann zum Einschlafen. Ja, ja, das glaube ich. Ja. Also, das ist hier jetzt Whisky mit Condro. Ja, ich hoffe, dass das passt. Das auch in der Farbe richtig. Alles richtig, die Cora. Machst du's kosten? Nein, ich trinke ja gerade keinen Alkohol. Ich mache Fastenzeit, radikal. Ich auch zurzeit. Ja. Du bist großartig. So, liebe Dagmar, bevor wir jetzt in unser Gespräch tiefer einsteigen, bei uns ist es Tradition in der Sendung, dass jeder Gast einen Zeichentrickfilm bekommt. Die Caro hat sich mit unserem Zeichner getroffen, Elias Haug, und hat auch für dich einen schönen Film gemacht. Bitteschön. Ein Leben im Dienste des Vergnügens beansprucht. Aber weil Dagmar Koller die leibhaftige Königin der Nacht ist, sieht man ihr das nie an. Und sie muss dafür nicht mal eine Gurkenmaske auflegen. Dazu hatte sie aber auch eh nie Zeit. Also wit wit, schnell schnell. Geboren in Klagenfurt, Tochter einer gestrengen alleinerziehenden Mutter, Schülerin einer gestrengen Ballettlehrerin. Studium an der Akademie in Wien, Volksoper. Von dort ging es hinaus auf die Showbühnen der Welt. Wo die glamouröse und muntere Dagi auftritt, geht die Sonne auf. Sie ist das Golden Girl mit den goldenen Haaren aus den goldenen Zeiten, als Stars noch Stars waren. Und egal, ob sie in Japan, den USA oder der DDR erschien, spielte und spielt sie immer die Hauptrolle. Die Männer liegen ihr bis heute zu Füßen. Von A wie alle bis Z wie Zilk. 30 Jahre lang war sie nämlich die Frau von Wiens Bürgermeister Helmut Zilk, First Lady von Vienna. So eine hatte Wien davor und danach nicht. Darum trägt sie auch das große Ehrenzeichen für Verdienste für die Republik Österreich und außerdem immer eine Außenwelle, Lippenstift und ein Glaserl Champagner. Für sie muss es rote Rosen regnen. Dagmar Koller. So ist es. Schön, gell? Liebe Dagi, danke.
Ich würde gern. Bist du gerührt? Ja. Weil das so, das ist so süß gemacht. Ja. Ich habe jetzt wieder ein neues Buch in Arbeit und habe gedacht, ich werde lauter Karikaturen reinmachen, weil ich fotografiere mich jetzt schon so, so schlecht. Du bist die meist fotografierteste Frau Österreichs, habe ich gelesen. Ja, es gibt keine Frau, die öfter fotografiert wurde, also zumindest offiziell. Ja, ich habe ja auch immer was geboten. Ich meine, ja, ich bin ja einmal vom Tisch gesprungen, einmal über die Brücke drüber gesprungen, ein paar Mal abgerutscht und ein paar Mal sehr tief gerutscht, dann wieder auferstanden. Also ich biete schon was im Leben, glaube ich. Ja. Ich möchte mit dir, wenn du auch magst, mal ganz an den Anfang gehen. Und zwar meine Kindheit und Jugend, bis ich selber über meine freie Zeit entscheiden durfte, habe ich mit meinen Eltern verbracht im Gailtal. Immer. Und da bist du aufgewachsen. Und dann kenne ich diese Gegend jetzt ganz gut und dachte mir dann so, also ich habe alles erwartet an Frau, was von dort kommen kann, aber nicht so eine wie dich. Wie hast du dich selber erfunden oder warst du als Kind schon anders als die anderen Kinder? Also es klingt ein bisschen zu eingebildet, aber ich war als Kind schon immer anders. Und zwar erschütternd für meine Mutter. Deshalb hat sie mich ja in eine Ballettschule geschickt in Klagenfurt dann, weil ich so ein Bauernkind war. Ich konnte meine Knie nicht durchstrecken. So gegangen. Weil der Bruder war so hübsch und so adrett und so besonders. Und meine Mutter hat mir auch immer das Gefühl gegeben, oh je, gerade das Mädel ist misslungen. Ja, wirklich. Und das war nicht so lustig. Also war ich immer hinter den Buben her, die 3, 4, 5 Jahre älter waren als ich. Sie haben mir nie Zeit gegeben, auf die Toilette zu gehen. Und so ein Mädel mit 4, 5, 6, 7 Jahren muss ja auch einmal Pipi machen gehen. Und ich habe immer die Hose voll gehabt. Und dann hat sich wieder mein Bruder so geniert, dass seine Schwester immer volle Hosen hat. Also ich war immer schon anders. Und wie bist du dann von dort weg? Von dort sind wir nach Klagenfurt gegangen. Und da war es dann so arg, dass ich so knieweich ging, dass meine Mama gesagt hat, ich muss einen Arzt aufsuchen. Das Mädel ist wirklich schier. Der Sohn ist so hübsch und das Mädel ist so schier. Und dann kam ein Arzt und hat dann zu meiner Mutter gesagt, die hat leider Spreizfüße. Ja. Ich weiß erst jetzt, was Spreizfüße sind, weil ich ja immer noch darunter ein bisschen leide. Und darum trage ich ja so hohe Stöckel, dass ich ja immer vorne gehe. Ja. Und da hat ein Arzt zu meiner Mutter gesagt, na ja, sie müssen mit dem Kind immer üben, dass es auf den Ballen so geht. Nicht so, wie ich gegangen bin, sondern so. Nicht? Und da hat ein Arzt zu ihr gesagt, na ja, dann schicken Sie es in die Ballettschule in Klagenfurt. Ah, Ballettschule. Da ging es los dann. Und da ging es los. Und am ersten Tag, weiß ich noch ganz genau, vor Aufregung, habe ich auch wieder Pipi gemacht in meine Hose. Und dann hat aber eine sehr verständnisvolle Tanzlehrerin, eine alte Dame, Haslinger hieß sie damals, gewusst, das Kind braucht Betreuung. Und ich habe vom ersten Tag an, wie ich dann bei der gearbeitet habe, so ein bisschen schon so gehen, wie die Kinder im Ballett halt das lernen, bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, ich werde Tänzerin. Echt? Ich habe mit 5 Jahren schon gewusst, welchen Beruf ich will. Und ich bin ja dann auch wirklich ins Ballett in der Welt herum trainieren gegangen, damit ich gut werde. Weil damals war das österreichische Ballett noch nicht so berühmt. Du warst eine der wenigen, die auch im Osten, also auch in der DDR, ein Star wurden. Und gerne gewesen. Wie war das für dich? Weil du hast viel in Deutschland gearbeitet, du warst in Dortmund etc. Du warst überall. Überall. Aber, sogar in Esslingen. Sogar in Esslingen. Lüneburg. Auch. Auch. Aber in München auch. Auch. Rösselwirtin am Deutschen Theater. Genau. Da habe ich einen Partner gehabt, der so frech zu mir war, dass ich mir gesagt habe, wenn er noch mal sowas sagt zu mir, kriegt er ein Ohrfeigen. Was hat er gesagt? Ich habe schon manches zu Brett niedergeschlagen. Hat er gesagt? Und dann haben wir gedacht, na, da pass ja auf, weil der ist stärker als ich. Aber wenn ihr recherchiert, war ein unangenehmer Knochen. Aber nochmal zu diesem Friedrichstadtpalast und zur DDR, weil das war ja wirklich außergewöhnlich, dass so Stars aus dem Westen dann im Osten auch so berühmt wurden wie du. Ja. Was hast du so geliebt, dort zu arbeiten? Die Disziplin. Die Leute, die dort im Friedrichstadtpalast gearbeitet haben, waren zum Niederknien. Wirklich beschämend, was die geleistet haben für so wenig, weil ich bin immer in den Westen rübergefahren und habe dann Kleenex eingekauft, Fußbälle eingekauft, Herrenstiefel, also was ich da alles mitgemacht habe. Aber trotzdem muss ich sagen, die Zeit im Friedrichstadtpalast, im Ostzone noch damals, war für mich künstlerisch ganz wertvoll.
Jetzt hast es war so diszipliniert und die waren so voll Liebe zu mir. Und das habe ich eigentlich, meine schönste Abschiedsfeier in meinem Leben habe ich gemacht im Friedrichstadtpalast. Wie die damals keine Blumen kaufen konnten, haben die lauter Gänseblümchen gepflückt und haben oben von der, ich habe immer mit der Technik was. Also das sind meine Menschen, die mir weitergeholfen haben, die Technik in einem Theater oder so, nicht die Oberen, die habe ich alle nicht mögen. Aber naja, ich war immer eine, die mit den Menschen geht. Und da kommst du wirklich viel weiter, als wenn du glaubst, wenn ein Chef findet, dass du lieb und gut bist. Der will ja nur was Bestimmtes. Das stimmt. Ja. Ja. Me too. Und ich war aber gut mit Me too. Ich habe mir gern auf den Hintern klopfen lassen. Na, jetzt. Das war's. Mir hat noch nie jemand auf den Hintern geklopft. Naja, war doch ein Zeichen, dass man den Männern gefällt. Naja, das ist richtig natürlich. Ja. Aber manche machen es auch egal, ob eine gefällt. Einfach drauf halt. Ja, natürlich gibt es das. Es gibt auch schlechte Männer. Ich habe es gehört. Ich bin natürlich anders, aber ich habe es gehört. Pass mal auf, ich muss jetzt den Switch kriegen von der DDR zu Hollywood, was nicht so einfach ist. Aber du bist eben viel auch nach Hollywood und nach Amerika gegangen. Sehr früh. Und ich habe sehr früh vor allem, sehr jung. Und dieses Buch, das ich mir durchgeschaut habe, was echt, also ganz ehrlich, man blättert dieses Buch durch und denkt sich, das gibt's nicht. Es kann nicht ein Mensch das alles erlebt haben. Tatsächlich. Das denke ich wirklich selten. Eigentlich ist das Zeitgeschichte, weil es fängt an aus dem Jahre 1939. Also ich kann Ihnen das wirklich nur empfehlen, weil da ist praktisch die gesamte Nachkriegsgeschichte, auch wie das alles zum Glamour erst wird. Und das meiste habe ich selbst mit einer kleinen 6x9 Kamera, die billigsten, die heute es gibt, fotografiert. Und der Künstler, der das dann für mich gemacht hat, dieser Michael Balgavi oder Balgavi, sage ich, weil Balgavi ist für mich schöner. Und der hat das dann aus diesen winzigen Fotos so aufgeblasen, dass das so ein großes Buch wurde. Und eigentlich, wenn Sie heute Hongkong oder all die Städte, wo ich damals war, hat sich ja alles so verändert. Man würde es nicht wiedererkennen. Ja, ja. Es ist eigentlich ein Buch für jemanden, der auch schon vor 30 Jahren in Hongkong und in Aber Singapur. Jetzt müssen wir doch mal kurz, also Tony Curtis zum Beispiel. Also da muss man ja sagen, da, also das ist also Liz Taylor, Tony Curtis, Tom Selleck, Anthony Jack Lemmon, Anthony Quinn. Also das sind ja jetzt mal Schauspieler. Schwarzenegger, ganz jung. Schwarzenegger auch, ganz jung da. Erdschan, sie hat Schwarzenegger noch persönlich gekannt. Aber wirklich gut gekannt. Und der war so ein fantastischer Kollege für mich. Ja? Ich habe gedacht, der große Schwarzenegger wird da. Ich habe ihm gedacht, naja, der wird da. Nix, der hat alles mitgemacht, was wir ihn gebeten haben. Auch Ballett? Hätte er gemacht. Hätte er gemacht? Hätte er gemacht. Der ist einer, das ist ein Kumpel. Die Agenturen sind so arg von diesen großen Künstlern. Ja. Wenn man dann wirklich an die rankommt, sind die ganz entzückend. Ja, so ist es halt. Sie sind entzückend. Entzückend, wie auch du bist. Liebe Dagmar. Wenn man mit und über dich spricht, dann bleibt natürlich ein Mann in deinem Leben nicht aus. 30 Jahre, hast du gesagt, warst du mit ihm. 34 Jahre. 34 Jahre, Helmut Zilk. Wir kennen ihn. Ich habe zwei Briefe preisgegeben von ihm. Ja, aber auch nur, weil der so sympathisch ist. Ja, der, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei diesem Durchblättern von diesem Buch, dass mich nichts mehr bewegt hat als diese Briefe. Also wenn man sich mal, na wirklich. Das ist ja wirklich, kann man sich ja nicht vorstellen, wie dieser süß das Brummer, ist. Dieser Brummer, dieser wirklich gestandene Mann. Liebes, das Leben läuft uns zwischen den Fingern davon. Ich habe Angst, es überholt mich bald. Ja. Deshalb brauche ich jede Minute mit dir und für dich. So lass mich am Vorabend der Abreise, also schon jetzt, meinen Geburtstagswunsch sagen. Bleibe noch lange meine so großartige, gütige und liebe Frau. Ich bin dir für jede Sekunde dankbar, möchte keine Sekunde versäumen. Vielleicht erhört mich der liebe Gott. Du mögest immer so leuchten wie diese Brosche, immer dein Haar. Unfassbar, oder? Und da sind mehrere dieser. Also, er hat ja auch diesen Spitznamen, glaube ich, Brummi gehabt oder so ähnlich, oder? Wie hast du ihn genannt?
Alle blöden Kosenamen, die es auf Erden gibt. Ehrlich? Ja. Vom Haus, Hasi, Mausi, Bumpfi. Bumpfi, das war es, was ich meinte. Ja. Weil das schreibt er dann bei einem Brief, schreibt er HB, unterschreibt er, ja. Helmut Bumpfi. Schreibt er, noch drunter, dass das du auch weißt, was er meint. Aber ich muss sagen, man glaubt ja nicht, das war wirklich für mich auch ein Mann, wo ich sehr nach oben geschaut habe, weil der war so gebildet. Der wusste plötzlich über das Ballett mehr als ich je. Und ich war Balletttänzerin. Er hat sich so schnell mit Themen befasst, mit Menschen befasst. Er ist auf der Straße stehen geblieben, hat jeden Wunsch erfüllt. Gleich so das Telefon genommen. Hörst, da kommt heute eine bei dir vorbei, die braucht ein Heim für die Mutter. Bertsch, die hat auch ein Heim für die Mutter bekommen. Er war so für mich eine wahnsinnig tolle Persönlichkeit. Und wir waren wenig zusammen, weil ich war ja immer in Deutschland auf Engagementreise und war viel weg. Ja, und er ja auch viel beschäftigt und natürlich. Immer beschäftigt. Und er war ein so wertvoller Mann und Mensch in meinem Leben, so wichtig auch, weil er mir die Augen geöffnet hat. Es kommt auf ganz andere Dinge im Leben, als was ich immer geglaubt habe. Ja. Und so was ich, die was Figur war nicht so schön. Naja, wir wollen es nicht vertiefen, Dagi. Aber was ich ja total interessant finde, ist, ich habe, wenn man in seinem Umkreis schaut und viele Schwule in meinem Umfeld sagen, Dagmar, also zum Beispiel letzte Woche haben alle Schwulen in meinem Umfeld sagen, ich beneide dich nicht um deine Sendungen, aber jetzt beneide ich dich um Dagmar Koller. Du bist eine Ikone bei den Schwulen. Weißt du warum? Ich liebe sie auch. Weil du sie so lieb hast, ja. Glaubst du? Und vor allem, bei mir glitzert ja immer was. Ja. Ich habe heute nur, in der Unterwäsche habe ich Glitzer. Ach, Dagi. Du machst mich schwach am Ende. Ja, aber ich habe so eine Schwäche für die Homosexuellen, weil das ja ein Leben lang mit mir im Ballett gewachsen ist. Ich ihre Ängste kenne und die kennen meine furchtbaren Ängste vor dem Leben überhaupt und wissen, dass ich eine Einzelgängerin bin, immer gewesen und sehr alleine immer war, aber glücklich mit meinen Freunden. Und da sind sehr viele, die sehr große Probleme haben. Ich habe auch zwei verloren, die sich glatt umgebracht haben, weil sie mit dem Gedanken, heute, Gott sei Dank, hat die Politik das alles so geöffnet, dass da kein Tabu gibt. Es ist heute Schwulsein genauso wie wir. Was bin ich, hetero? Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir müssen es ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ich vermute, du bist hetero. Ich vermute auch, aber also, wenn du auf Männer stehst, immer, bist du hetero. Ich bin homosexuell, bist weil du? Ich auf Männer stehe. Na, du bist nicht homosexuell, wenn du auf Männer stehst. Das ist nicht so. Ich sage immer, ich bin homosexuell. Naja, dann kriegst du keinen, das ist ja klar. Das ist ja logisch. Du musst natürlich schon die richtigen Voraussetzungen schaffen. Bitte, bitte, glaubt mir, ich liebe euch. Ja, sie liebt euch. Also alle, uns, alle. Mich. Nein, mich nicht. Bissl. Aber wie würde ich dich? Du passest im Alter zu mir. Du bist so jung noch. Und ja. Könntest mein Auto anschieben, mein Mann. Was? Das möchte ich sehen. Das möchte ich auch sehen. Da setze ich mir ein Alu Mein Mann hat sich einen Leistenbruch dabei geholt. Ja, super. So setzt du deine Männer außer Kraft. Liebe Dagmar, wir holen uns einen zweiten Gast, wenn es dir recht ist. Gerne. Gut. Erstmal einen Tosenapplaus für die bezaubernde Dagmar Koller. Großartige. Vielen Dank für den Besuch. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr auch auf unseren zweiten Gast. Der kommt aus Südtirol, wohnt mittlerweile in Innsbruck. Er ist einer der außergewöhnlichsten Musiker, die ich kenne. Hier kommt der wunderbare Herbert Pixner. Heißt das neue Album vom Herbert Pixner Projekt.
jetzt auf Tour bald wieder. Ganz aufgeregt. Wirst du mir jetzt untreu schon nach 20? Ja, dir kann man nicht untreu werden, aber das kann man nicht kriegen. Ihn ja auch nicht, aber ich würde ihn gern zu meinem 80. Geburtstag haben als Band. Stell dir vor. Da, jetzt. Da können wir rein. Das war jetzt so toll. Das ist ja erst in 20 Jahren. Danke, ich schiff's Auto und dann kriegst du noch spielt. Wenn ich bis dahin noch spiele, das ist ja erst in 20 Jahren. Das ist vermutlich in 20 Jahren. Gut, das ist noch ein Schön. Im Wiener Rathaus. Ja. Wir machen einen Bus voll, würde ich sagen. Ja. Und da muss er spielen. Und der Herbert muss im Bus schon spielen. Oder? Ja, das machen wir im Bus, machen wir so Party-Hits. So ein Partybus, da starten wir gleich. Partybus. Ja, genau. Und dann fangen wir zur Tage, was macht ihr an der Grenze? Fragen Sie mal, was macht ihr? Wir fahren zur Tage Koller und machen. Genau. Aussteigen. Ja. Steig's mal aus. Alle aussteigen. Wir zwei. Oh mein Gott. Ja, wir können nicht mal, sie ist ja überhaupt die Schönste mit diesen Haaren. Schau dir das mal an. Bitte. Schau, jetzt gibt's mal einen Applaus. Das ist, ich hab's geprüft. Aber du hast auch gesagt, du könntest DJ in einem Striplokal werden. Wäre auch okay für dich. Würde ich auch machen. Würde auch machen, schau. Wenn du da noch Ambitionen hast, Dagi. Wenn ich an der Bar stehen darf und die Drinks verkaufen darf, dann gehe ich sofort. Das mache ich, keine Sorge. Das macht die Caro. Nein, die ist zu hübsch, die verkauft man vorne an der Stange. So, meine Damen und Herren. Manche Sendungen beenden sich von selbst. Wenn ein Busunternehmen zu mir jetzt sagen würde, Frau Koller, wir stellen Ihnen den schönsten Bus zur Verfügung, ich nehme dich mit, ihn, da mein Orchester, ich, wer da Zeit hat, auch noch rein. Kinder, es wäre die Sensation. Ja, absolut. Fahren wir durch ganz Europa. Freilich fahren wir durch ganz Europa. Meine Damen und Herren. Das ist überall gratis. Gratis, das war der Fehler jetzt. Das machen wir nicht. Wir müssen ja bezahlen. Wir zahlen und Sie fahren gratis. Oder, nein, der Pixler spielt gratis. So was. Ich tanze an der Stange gratis. So machen wir es. Meine Damen und Herren, manchmal muss eine Sendung auch so enden, wie sie heute endet. Bitte applaudieren Sie tosend oder wie auch immer es in Ihnen ausschaut für diese beiden zauberhaften Gäste, Dagmar Koller und Herbert Pixler.